Ich hadere total mit dem Begriff der Selbstliebe. Ich halte von dem Begriff der Selbstliebe überhaupt nichts. Ich finde, das ist so ein Modebegriff, weil man toll auch so einen Hashtag davor setzen kann. Ich finde, das ist auch zu hoch gegriffen, weil keiner von uns steht morgens vorm Spiegel und sagt sich, Mensch, du bist so Wahnsinn. Ich liebe dich. Ich glaube, da kann ich auch für Caro mitsprechen, dass es ganz wichtig ist, dass man aufhört, viel zu sehr an sich herumzukritteln und immer nur zu kritisieren, sich immer nur auf das Negative zu konzentrieren. Also wirklich auf sich zu konzentrieren, zu sagen, was man an sich mag und auch Sachen akzeptieren, wenn da vielleicht etwas ist, was man nicht so schön findet, dass man da trotzdem sagen kann, hey, ich bin jetzt nicht die Size Zero, aber ich mag mich trotzdem. Aber das ist eine ganz gute Übung, dass man sich überlegt, wenn ich jetzt irgendwie vom Laster überrollt werde, was soll dann da stehen? Hat immer ihre To-Do-Listen abgearbeitet oder hat eine super Couch und saß nie drauf? Hat viel überlegt, was ich morgen noch machen muss? Nein, Achtsamkeit, also wirklich diesen Moment einfach innehalten und sich mal kurz besinnen.